Doch. Dann hört man uns jetzt sprechen. Sollte man hören? Ich mache bei uns mal den Chat an oder bei mir, damit wir zum auch was lesen können oder falls es da irgendwelche Bemerkungen gibt. Wunderschönen guten Abend, lieber Frank. Hallo, ich habe neben mir die Katharine sitzen. Wir lassen bloß das Videosignal weg, weil wir unterwegs im Auftrage des Herrn. Und ja, liebe Katharine, sag mal was, dass die Leute auch wissen, dass du da bist. Ja, grüß euch Gott, ich bin auch da und ja, es ist zu späte Stunde, wir sind geschafft, aber Frank meinte, heute muss ein Dreier her. Also Frank, jetzt ist der Ball bei dir, weil du hast ihn eingefordert, jetzt musst du da durch und da einführen in das Thema. Haha. Ja klar. Aber als erstes gestatte ich mir dann mal, ich mir mal eine Schlüpfrigkeit. Ihr beiden, wir machen heute nicht gar so lange, hieß es ja. Wie ihr bekundet habt, wollt ihr ja noch in die Sauna, ne? So war das doch. Ja. Ich höre keinen Widerspruch. Ja, wir haben gesagt, wir wollen heute spontan einen Dreier machen, aufgrund der vielen Gerüchte im Land und aufgrund des schieren Datums. Ja, wir sind ja jetzt 4 Stunden vor dem 24., der jetzt gehypt wurde, da ein paar Sachen drüber verlieren, über die Energie im Land einige Sachen verlieren. Kurz, wir reden heute schnell oder einigermaßen schnell über das Energetische hinter den Kulissen, dann über das Inland, über das Ausland am Ende und werden dann durch sein. So recht, Leute, ja? Soll ich ins Thema auch schon einleiten oder wollt ihr schon was sagen? Unbedingt, unbedingt. Okay, dann fange ich Nee, mal am gib besten. Gas, Frank, weil Ja, wir okay, sind ich an gebe einem Gas. beschaulichen Ort. Okay, die Zeit läuft, ihr habt schon recht. Ich fange mal mit Alltag an. Ich war heute draußen unterwegs, beim Arzt, bei Gewerbetreibenden. Na gut, Ärzte sind ja schon Gewerbetreibende, gell? Und habe Stimmung eingefangen. Und das habe ich von mehreren Leuten heute mitbekommen. Ich habe so rund gefragt, ne? Waren alle unterwegs? Und es ist vollkommen klar, die Stimmung im Land kippt. Das ist das allererste, was ich mal sagen möchte. Die Leute, ich habe den Eindruck, unsere Regierung verliert den Rückhalt. Im Mainstream, also wirklich Mainstreamer, ich kenne, wie wahrscheinlich jeder, genügend Mainstreamer, die das Vertrauen verloren haben, die konkret mit Vorbereitung beschäftigt sind, die anfangen so schnell zu reden wie wir vor 3 Jahren, voller Aufregung, die sich darüber unterhalten, wie man eine Heizung dann mit Gaskartuschen koppeln kann, mit irgendeinem Ventil, die jetzt anfangen, hektisch Vorsorge zu betreiben, die komplettes Vertrauen verloren haben. Und mir wurde klar, diese Regierung hat definitiv in dem Land, bei uns jetzt, Deutschland, keine Mehrheiten mehr. Sie haben jetzt nur noch die letzte Option. Sie können nur noch mit Druck, mit Angst, Gewalt regieren. Sie sind mit dem Rücken an der Wand. Sie haben keine Mehrheit, kein Vertrauen. Da ist nichts Positives. Die Leute sind auf Schock jetzt mittlerweile. Und da wollte ich euch mal fragen. Ich bin mir relativ sicher, dass da, wo ich so reingehört habe, dass das mehrheitsfähig ist. Weil das waren echt Leute, das waren jetzt keine Druckmittelgegner oder sowas. Ganz normale Leute, die haben da einen Laden, die haben da einen Friseurladen, die haben da so Leute, die jetzt auch schon sagen, ich werde dann den Strom ausstellen, ich werde das Gas ausstellen, ich mache hier mein Ding zu. Da sind wir. Was sagt ihr dazu? Also ich kann dir nur bestätigen, Frank, ich habe ein Ehepaar kennengelernt, die waren irgendwie verloren in Salzburg, kamen aus Deutschland und waren verloren und ich habe denen geholfen und bei der Gelegenheit habe ich dann erfahren, dass sie beinahe hops gegangen wäre, wirklich im Krankenhaus fast gestorben wäre in Deutschland und er durfte nicht rein, weil immer noch der ganze Wahnsinn da läuft und so weiter. Und also es war wirklich so, sie sagt, es war knapp, es war vierte Impfung. Nach der vierten Impfung hat sie
Also es war Herzprobleme und also wirklich, sie sagte, sie hat schon gedacht, es würde nicht gut gehen. Er hat das auch gedacht. Und sie war ganz, ganz klar. Sie hat gesagt, wenn der Lauterbach, der kann mich mal. Und die war richtig wütend auf den Lauterbach. Er hat gesagt, ich bin im Schützengraben gelegen im Zweiten Weltkrieg. Ich habe einiges erlebt. Er hat gesagt, für mich ist das ohnehin, also der Tod hat für mich keinen Schrecken. Aber wenn meine Frau stirbt, das ist was anderes, als wenn ich sterbe und so. Und also sie waren beide auf jeden Fall, man hat gemerkt, sie sind durch was durchgegangen, was ihr ganzes Weltbild auf den Kopf gestellt hat. Dann habe ich gehört, dass bei den Wahlplakaten in Österreich, da ist ja jetzt der Platter zurückgetreten, schon vor einiger Zeit, und bei den Wahlplakaten hast du gesehen, irgendwie überklebt mit Guillotine und verpisst euch und wir lassen uns nicht weiter verarschen. Und das auf Litfaßsäulen in der öffentlichen Community. Also das ist so viel, ich kann damit was anfangen, was du sagst. Was sagst du, Marc? Also, ich war das letzte Mal tatsächlich in einer größeren Umgebung, also gestern in Salzburg, am Mittwoch in München. Das Wetter war schön in München, ja, da hast du also noch gar nichts gemerkt. Das Einzige, was du Oktoberfest. merkst, ja, Oktoberfeststimmung, wobei wir nicht am Oktoberfest waren, muss man dazu sagen. Also, ich war in der Innenstadt, beruflich, aus beruflichen Gründen und du hast gemerkt, also ich bin jetzt nicht der Fühlige, aber eines habe ich gemerkt, es tun sich komische Dinge, ja. Du hast so eine, ich würde sagen, so eine Ruhe vor dem Sturm. Es hat, oh, die Internetverbindung ist wieder stabil. Also es ist auch bei den Gewerbetreibenden, ich war in ein paar Läden drin, habe mir ein paar Sachen angeguckt und auch in Läden, wo normalerweise in München viel los ist, ja, haben die gesagt, wir haben mit mehr gerechnet. Oktoberfest, wir rechnen, dass da viel läuft, ist gar nichts gelaufen. Und ich glaube, die wissen noch gar nicht, was auf sie zukommt. Und in vielen Bereichen, jetzt auch in meinem, sage jetzt mal, Geschäftsbereich, habe ich so das Gefühl, dass wir jetzt langsam an dem Punkt sind, wo ja, letzte Bestellung, letzte Runde im Moment. Ja? Also das ist jetzt einfach nur meine Wahrnehmung. Ja? Wo das hingeht, weiß ich nicht. Salzburg war ein wenig chaotisch, da hast du jetzt aber auch noch nichts, ja, also noch nichts Greifbares. Aber wie die Katharine beschreibt, es brodelt. Unten drunter, es brodelt. Das ist definitiv wahrzunehmen. Und ich habe nur noch den Wunsch, also wenn ich in größeren Städten oder Ansammlungen bin, raus hier. Ja. Also das ist das, was Oh ich empfinde. ja. Und am Land und unter normalen Menschen ist es anders, aber das nur mal so ein Stimmungsbild. Es sind aber schwerere Energien unterwegs. Also das, denke ich, kann man sagen. Das ist interessant, was du sagst. Ich habe diesen Fluchtgedanken auch, wenn ich in der Stadt bin. Es ist nicht direkt bedrohlich, aber es hat immer so einen Beiklang drin, als könne es das werden. Okay, vielleicht kommt es auch von meinen Demos und so, ne? Kann auch sein. Ja, ich habe dann auch mitbekommen, dass jetzt Sparkassenfilialen schließen, ne? In Sachsen-Anhalt drüben. Die sagen, wir im Winter, ja, Heizung, Strom machen wir zu lieber. Und genau das sind ja diese Vorbereitungen, die ich eben auch dann im Einzelhandel sehe, wo die Leute wirklich in diese Konsequenz jetzt schon gehen. Ah ja, ich mache dann zu, oder aber ich muss dann zumachen, weil ich weiß gar nicht, wie ich es finanzieren kann. Ich merke auch, wie schon wieder eine neue Normalität reinkommt, nämlich die, was vor einem Jahr Verschwörungstheorie war, die leeren Regale. Also du kriegst nicht mehr jederzeit alles. Ja, heute gibt es mal keine Eier, morgen keine Nudeln, übermorgen sind die Soßen weg. Ah ja, so ist es jetzt halt, ne? Und das be bekräftigt, was du sagst, Marc. Ich glaube, viele erwischt es trotzdem und immer noch kalt. Und was mich aber jetzt erschreckt hat, deswegen wollte ich auch unbedingt damit einleiten, ist, dass das jetzt Leute waren, wie du sagst, Katharina, die sind dann viermal gedruckmittelt. Das sind also jetzt nicht die Leute, die sich seit 2 Jahren aufregen, ja? Sondern das sind die, die mitgemacht haben. Ja, bei meinem Z Ja, okay. Ach, ja, normale Leute. Okay. Ja. Naja, reden wir über das, was in ein paar Stunden Ja, sein komm, hau mal wird oder rein. nicht Ja, sein wir wird. haben ja jetzt, was jetzt ja auch noch die Menschen in Aufregung versetzt hat, war ja von einem YouTube-Kanal, der dann getextet hat, er hätte Evidenz darüber, dass für das Wochenende ein bundesweiter Lockdown bereits geplant sei. Es sei ein Leak gewesen von einem Landrat bei Paderborn. Die Ordnungsbehörden seien da angewiesen worden. Also ich habe es gelesen, mein Bauchgefühl sagte sofort nein, Käse.
Es hat sich wohl jetzt auch dann tatsächlich als Fake erwiesen. Deswegen wollte ich es auch hier nochmal mit reinnehmen, dass man da ein bisschen für Ruhe auch sorgt. Oder habt ihr da andere Erkenntnisse? Naja, das ist ja so vielschichtig, weil dieser 24. wird ja von ganz vielen Stellen benannt. Auf der einen Seite von den Alternativen, dann natürlich der Merz mit seinem Versprecher, das darf man nicht vergessen, als er gesagt hat, jeder wird sich erinnern, wo er am 24. September war, das hat er im Februar gesagt. Dann natürlich aber auch die Mainstream, die auch anfangen. Sie titulieren es zwar als Verschwörungstheorie, aber sie greifen es auf, machen damit auch Angst. Und es kann natürlich sein, dass also wenn wir uns erinnern, dass der Ole Dammegat das immer gesagt hat, wenn eine False Flag geplant ist, dann ist es wichtig, dass jeder informiert wird, sich am Handy, dass es öffentlich wird, weil dann kann sie eigentlich nicht mehr stattfinden. Und das ist ja genau jetzt die Überlegung. Wenn es so evident ist, kann dann überhaupt was stattfinden? Allerdings müssen wir auch zugeben, es haben ja schon zwei Sachen stattgefunden. Ne? Es hat die Queen, Tod der Queen und 19., glaube ich, war das, oder? Das Putin die Teilmobilisierung, darauf kommen wir ja noch. Aber das sind ja schon mal zwei Sachen, die schon gehörig sind. Das heißt also, die Frage ist, erstens, muss morgen überhaupt was stattfinden? Und zweitens, ist es logisch, dass was stattfindet, wenn es so angekündigt ist? Und das, aber das sagt auch was aus, weil es ist querbeet, es ist sogar im Mainstream teilweise angekündigt. Also ich würde das mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten und sagen, wie die Katharina schon gesagt hat, wenn was angekündigt ist, dann verliert es seinen Schrecken. Sowas muss, wenn dann plötzlich passieren, ja, und unerwartet, dann hast du eine andere Dynamik. Bei den jetzigen Lockdowns, die wir verkündet bekommen haben, die letzten Monate, ne, aufgrund C und jetzt Verschärfung das und jenes sonst was, wurden wir zum Teil 72 Stunden vorher angekündigt. Einfach, dass du auch Zeit gehabt hast zu reagieren. Wenn du jetzt hergehen würdest und sagst, du machst einen Lockdown, was würde dir denn bringen? Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich heute, Genau. ja, es gibt keinen Sinn, Geschäfte jetzt zuzumachen und zu sagen, ah, wir schließen alles, weil pandemische Lage, Blödsinn. Also du hast keinen Grund, den du jetzt benennen kannst. Was ich mir vorstellen könnte, ich möchte es kurz erläutern, was für mich eine Möglichkeit wäre, tatsächlich, wenn die Referenden jetzt durch sind. Würde Russland beispielsweise sagen, das ist dann deren Rechtsauffassung und sagen so, wir akzeptieren dieses Referendum, wir sagen, okay, ihr seid jetzt Teil der Russischen Föderation und in dem Moment seid ihr Teil Russlands und damit ist die militärische Sonderoperation auf einen Schlag vorbei und damit wäre es eine Verteidigung. Du musst nur erklären, es geht um Lugansk, Donetsk, es geht um die Es geht Referenten, um die dort die, angesagt sind, nicht nur jetzt die am beiden, Wochenende. sondern auch Cherson und letztendlich die gesamten besetzten Gebiete. So. Und damit hätten wir die nächste Geschichte, wenn jetzt die Ukraine weiter angreifen würde, würde Russland keine Waffenhilfe leisten, sondern Russland wäre im Verteidigungsmodus. Und das gibt ihnen ganz andere Möglichkeiten, auch nach UN-Charta. Das ist wichtig zu verstehen, wenn man noch einmal genau auseinandernimmt. Das passiert jetzt aber auch erst übers Wochenende. Und dann wäre theoretisch Folgendes möglich. Das ist nur eine Theorie, um das mal mit dem Gedanken durchzuspinnen. Wenn die Ukraine weiter angreifen würde, könnte Russland sagen, so, wir beenden jetzt dieses Kasperle. Wir erklären der Ukraine den Krieg. Die sind offiziell kein NATO-Partner. Das heißt, die könnten jetzt der Ukraine zu verschiedenen oder an verschiedenen Punkten militärisch anders auftreten, was sie sicherlich auch tun werden. Es werden sicherlich nicht nur Raketenangriffe sein, sondern da kommt dann tatsächlich diese von mir, ich weiß nicht, ob es gibt, die Westgruppe in Weißrussland, auch die haben ihre ihre Streitkräfte komplett in Alarmbereitschaft versetzt, noch nicht mobilisiert. Aber der Lukaschenko hat es angekündigt, wir stehen bereit auf Zuruf. Und da könnte ich mir vorstellen, dass in dem Moment, wo das, also deine würde sicherlich ein Ultimatum kriegen, einen Tag, 24 Stunden, 3 Tage, keine Ahnung, und sagen, wenn ihr jetzt nicht weiter aufhört, dann kracht es. Und dann kracht es auch. Und dann glaube ich, dass eine groß angelegte Offensive, ob die jetzt nur aus der Luft oder mit Raketen kommt, aber ich bin sicher, dass dann die Westukraine zugemacht wird. Und zwar komplett, um hier einen Waffenzustrom durch die NATO abzuschneiden. Es ist kein Bündnisfall. Und das wiederum wäre dann eine Überlegung, ob dann die NATO sich traut, aus irgendwelchen Gründen Artikel 5 oder sonst was auszurufen. Artikel 5 geht nicht, weil es kein NATO-Mitglied ist. Also wären wir hier jetzt an dem Punkt. Das wäre aber die einzige Möglichkeit, dass du sagst,
kommt in irgendeiner Art und Weise ein konstruierter Verteidigungsfall, dann könnte ich mir vorstellen, dass man sagt, so, man verbietet beispielsweise für eine gewisse Zeit, 2 Wochen, 3 Wochen, individuellen Privatverkehr auf den Autobahnen, weil dort beispielsweise militärische Konvois freie Fahrt haben müssten. Was nicht, Frank, hältst du das für realistisch? Das halte ich für eine Thematik, wo ich sage, hier kann ich tatsächlich den privaten Verkehr, Reiseverkehr, was weiß ich, private Fahrten einschränken. Das hat man geübt oder dass man sagt, du darfst nur noch 30 Kilometer, aber die Autobahnen sind beispielsweise gewisse Strecken, beispielsweise die A6 oder die, also die von Ost nach West, die sind zu. Punkt. Ja, das könnte ich mir vorstellen für eine gewisse Zeit. Du musst aber den rollenden Güterverkehr aufrechterhalten. Das ist das Einzige, was ich jetzt theoretisch als realistisch ansehe, um so etwas zu machen und dann auch sehr schnell umzusetzen. Also diesen Mangel an Mobilität, den haben wir jetzt, der begleitet uns ja schon über Wochen, dass wir den jetzt schon thematisiert haben. Wir sehen zum Teil, wenn man es aus dieser Perspektive betrachten will, konkrete Vorbereitungen überall auf den Autobahnen. Wir haben seltsamerweise dazu auch ins Spiel gebracht die Erneuerung der Brückenbauwerke überall, die jetzt für Verengung und sowas sorgt. Natürlich. Ja, du sagst oder du fragst, Frank, kannst du dir diese Eskalation vorstellen? Denn davon redest du im Grunde die ganze Zeit. Ja, immer mehr. Und wir sollten vielleicht einfach keine Sondersendung Ukraine mehr machen, weil immer dann, wenn wir fertig sind, passiert was. Ne? hat ja auch etwas von einem Riecher, wenn wir dann immer sagen, so komm, jetzt müssen wir mal ganz lang. Okay, es sieht ganz danach aus, als würde jetzt im endenden September, beginnenden Oktober die Eskalation im Kriegsgeschehen auf der Rangliste stehen. Wir haben den russischen Verteidigungsminister, der jetzt gesagt hat, wir führen jetzt Krieg gegen den kollektiven Westen plus NATO. Da wurde ja schon gesagt, ist das jetzt eine Kriegserklärung? Nein, es ist eine Beschreibung des Faktischen. Die Waffenlieferungen sind faktische Kriegserklärungen und er beschreibt, was ist. So würde ich das Ganze interpretieren jetzt zumindest. Und der Putin, der jetzt die Teilmobilisierung durchgeführt hat, sagt ja auch ganz klar dazu, das ist jetzt kein Bluff. Ja, ich bluffe jetzt nicht, das ist ernst. Wenn ihr uns angreift mit atomaren Waffen, werden wir auch mit jeder Waffe zurückschlagen. Das würde ihm allerdings dann gleich als Aggression ausgelegt, so als hätte er zuerst von atomaren Raketen oder Waffen generell gesprochen. Wolltest du schon zum nächsten oder ich wollte nur noch dazu sagen? Ich wollte kurz nochmal auf dich eingehen, bevor wir zum nächsten gehen. Zu diesem Märzversprecher, Katharina, wollte ich nochmal hinweisen auf unser Live vom Dreierkongress, vom Dreier auf dem Kongress. Da sind wir da genau drauf eingegangen und haben das auch abgewogen, welche Deutungen und Interpretationen es gibt. Und ich weiß nicht, wer von euch beiden das jetzt gesagt hat. Du, Katharina, oder du, Marc? Ich weiß nicht mehr genau. Tatsächlich, in dem Moment, wo du Sachen aussprichst, verlieren sie Energie. Der zum Beispiel Economist ist in den letzten Jahren immer eine Strategie gefahren. Sie haben Dinge angedeutet. Je suis Charlie zum Beispiel. Ja, Tausende hatten dieses Plakat. Im Nachhinein war es beweisbar, dass man deuten konnte, sie wurden völlig verarscht, weil just auf Englisch heißt es ja, ich bin ein bisschen doof. Ja, englische Redensart. Heute würde man vielleicht sagen, holt all die Plakate wieder raus und schreibt just wie Charles drauf. Ich weiß nicht, ob da die Deutung dann ganz anders ist, aber man könnte die jetzt wiederverwerten quasi. Ja, oder beim Paris-Attentat. Ja, da hattest du auch Zahlenkombinationen auf dem einen Economist-Cover von den Pfeilen, die waren nur so legbar, dass das Paris-Attentat. Und das kam aber alles im Nachhinein raus. Und ich habe tatsächlich den Eindruck, wenn es im Vornherein dann jetzt in den Alternativen so beredet wird, dann haben wir es zu tun damit, dass Energie rausgeht. Ja, das wär, genau, und ja. Da wollte ich nur noch mal, damit es noch klar wird, die Putin-Rede war also eindeutig, dass er es zum ersten Mal benannt hat. Ne? Er hat es ja auch gesagt, dass sie im Krieg sind mit der NATO. Also das hat er ja mit dem Westen und mit der NATO, das hat er ja explizit gesagt. Also er hat das Ding bei den Namen genannt. Es ist nicht mehr als unterschwellig, sondern es ist offensichtlich. Und diese Geschichte mit der atomaren Bedrohung, die vollkommen umgedreht wird, ne, vom Westen im Sinne von, dass es Putin ist, der die atomare Bedrohung macht,
Und das heißt also, man vermutet ja, dass es dahingehend einen False Flag geben würde. Das hat ja auch der Kai von Hannover hat das gemeint, dass das eine mögliche Gangart wäre, dass irgendwo eine False Flag gemacht wird und dann wird das den Russen in die Schuhe geschoben. Mit Atomar ist nichts passiert, also bis jetzt nicht. Allerdings, was tatsächlich passiert ist, ist, dass wie heißt es, Isium, gell? Dass dort anscheinend, das kam bei uns im Mainstream in Österreich, dass da anscheinend Gräber aus, also Massengräber quasi, also ja, aber ob das jetzt tatsächlich, es wird natürlich wie Butcher behandelt und es wird jetzt so quasi den Russen in die Schuhe geschoben. Also es hört sich ein bisschen an wie ein Cartoon, ne? Also so ein bisschen in die Richtung. Aber vielleicht, um da kurz reinzugehen, das sind aber alles nur diese altbekannten Schreckensgeschichten, um eine Pseudobegründung weiterhin zu liefern, um Material, Waffen, Geld zu liefern. Den Fakt, den ich beschrieben habe und aus meiner Sicht ändert das alles, weil tatsächlich jetzt der legale Grund fehlt. Das, was die anderen immer gemacht haben, die gesagt haben, siehe Kosovo, da hat es der Westen nämlich vorher exerziert, die haben sich abgespalten, deswegen müssen wir ihnen helfen. Sagt der Russe jetzt, die haben sich angegliedert, die wollten das, wir haben das akzeptiert und drehen es genau rum. Du meinst es durch das Referendum, Durch in dem das das legal Referendum, wird? letztendlich war das derselbe Schachzug, dass man gesagt hat, man hat die Republiken erstmal als selbstständig autonom anerkannt und hat dann damit helfen können. Jetzt dreht man es um und sagt, wir gehen einen Schritt weiter. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das Ganze auch so von langer Hand vorbereitet war. Aber letztendlich geht es um etwas. Russland hat ganz klipp und klar letztes Jahr im November angekündigt, was es als akzeptable Bedingung herausgibt, nämlich dass die NATO auf die Grenzen von 97 zurückgeht. Ich bin immer noch der Meinung, und man wird mich daran sicherlich auch messen können in einem halben Jahr, in einem Dreivierteljahr. Es geht aber auch aus meiner Sicht mit dem, was der Professor gesagt hat oder auch was der Peter Denk sagt, um das hier auf diese Ebene zu bringen. Damit die Amerikaner aus der NATO rauskommen können, ja, und die NATO ist ein Versicherungsunternehmen, was für die Amerikaner als Geschäftsleute zu teuer ist, was keinen Gewinn mehr abwirft, sondern was nur noch Geld kostet, dass sich Europa mehr oder weniger, die sich nicht um ihre Sicherheit gekündigt haben, die ich als wirtschaftlichen Konkurrenten ausschalte, das hat Europa jetzt getan, und dass ich dann letztendlich diese Sicherheitsgarantie, die NATO hier wegnehme, damit ich mich mit dem eigentlichen Konkurrenten aus amerikanischer Sicht, nämlich dem Pazifik, beschäftigen kann mit den Chinesen. Das glaube ich. Ich glaube sogar, dass es eigentlich noch um was anderes geht. Sollte tatsächlich diese Eskalation stattfinden, auch die Chinesen haben angekündigt, dass sich das Militär auf echte Kampfeinsätze vorzubereiten hat, das kann nur Taiwan bedeuten. Dann haben wir noch ein Thema, dass es jetzt im Iran hochgeht. Also man hat jetzt, ich glaube, von eine Mutmaßung amerikanischer Seite sämtliche Möglichkeiten von NGOs und sonst was gezündet, ob das jetzt im Iran war, wo es jetzt richtig hoch hergeht, das vergessen die Leute auch. Die sind jetzt de facto auch schon in eine strategische Allianz mit Russland eingetreten. Wir haben das Thema in den Südrepubliken, die haben wir ja weitestgehend auseinandergenommen in unserer letzten Sendung, Frank, mit Martin. Und da sehe ich einfach, dass Russland jetzt an dem Punkt ist, dass man sagt, wir sind hier an einem Selbstverteidigungsthema und wir gehen jetzt auf. Wir müssen auf die Vollen gehen, weil wir müssen diese Bedrohung im Westen unseres Landes ausschalten. Und das heißt, die Ukraine aus meiner Sicht muss als Aufmarschgebiet und auch als politischer Schrägstrich Kriegsgegner ausgeschaltet werden. Und das geht jetzt in diesem Zuge, weil auch die Welt aus meiner Sicht hinter Russland steht. Das, denke ich, hat man auch bei der heutigen UN-Versammlung gesehen. Ne, die ganzen westlichen Teile, bla 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 bla. Aber jetzt sind gewisse Zeitfenster. Und man sollte eines nicht vergessen, es geht hier immer um das Thema Geld. Wir haben einen Dollar, der im Moment im Absturz ist. Der Euro stürzt noch mehr ab als vorher jemals gewesen. Und wenn wir mal unserem Professor glauben, der gesagt hat, jetzt kommen die heißen Monate, der ist im Moment jetzt wieder dabei, hier rumzutouren. Er hat gesagt, er steht uns noch mal bei. Wir werden ihn dann an seinen Worten messen können demnächst. Aber das wäre dann das für den Winter, dass man sagt, jetzt kommen ein paar komische Monate. Aus meiner Sicht, die NATO wird sich auflösen, weil sich die Amerikaner plötzlich ganz urplötzlich zurückziehen. Ja, vielleicht kommt da noch was, dass es eben in Polen komisch wird.
dass sich da die Regierung zu irgendwas hinreißen lässt, aufgrund der Verträge, die sie mit der Ukraine geschlossen haben. Das wird aber dann eher nicht als NATO-Bündnisfall ausgelegt werden. Der erste Staat wird austreten aus der NATO, eventuell die Türkei oder dann vielleicht auch Ungarn, wenn tatsächlich die Ukraine in irgendeiner Art und Weise besetzt werden sollte und sich vielleicht den BRICS anschließen. Das könnt ihr mir vorstellen. Und dann ist NATO weg, EU weg und andere Dinge. Aber das will ich jetzt nicht zu sehr ausführen. Wir werden es erleben nach dem 24. Also ich würde das nicht an diesem Datum festmachen. Eine False-Flag-Operation, wo jetzt irgendwas draus geht, da bauen wir jetzt mit Massengräbern und so weiter. Das interessiert keine alte Sau mehr. Das wird irgendwann mal aufgearbeitet. Aber ich glaube, dass die Ukraine in der kürzesten Zeit ihre Staatlichkeit verlieren wird. Das war viel, Marc. Ich versuche darauf einzugehen. Sorry, dass das jetzt so lang war. Der Herr Tol, du hast recht, der kommt wieder in die Lande jetzt. Der ist Ende September, kommt er rein und wird bis Anfang Oktober bleiben. Allein dies sollte auch ein Hinweis darauf sein, dass er nicht gerade jetzt landet und dann geht hier nichts mehr und er käme nicht mehr weg oder kommt nicht mehr hoch und so weiter. Wenn man voraussetzt und ihm glaubt, dass er eben Kenntnis hat über bestimmte Dinge aus der Anderswelt, und für alle Skeptiker, der dann verbunden sei mit inneren Kreisen, die hier im Hintergrund die Geschicke lenken, dann würde der sicherlich nicht bis Anfang Oktober bleiben. Ja, und er kommt und er wird auch Vorträge machen und wir werden die auch aufzeichnen und zeigen. Und es wird, ich freue mich sehr drauf, was er zu sagen hat vor der heißen Phase, die er ja seit 2 Jahren ankündigt. Genau richtig, Marc. Ja, die USA, die Zwei-Fronten-Kriege. Ja, sie haben die zwei Fronten in Asien, wie auch jetzt in der Ukraine, wobei das Engagement sich da zurückhält. Ich könnte mir denken, dass Russland genau, Marc, in die Rolle versetzt werden soll, seine Kräfte ebenfalls an verschiedenen Krisengebieten zu splitten. Die Teilmobilisierung von Putin werte ich in dieser Richtung, dass er, genau wie du sagst, dass er sagt, jetzt geht's ans Eingemachte, man will uns hier zerstören. Ich reagiere damit, dass ich 1-2% meiner Möglichkeiten an Aushebung nun mobilisiere. Ja. Dann die Friedensverhandlungen. Ja, bei uns, wir haben ja eine super Pressearbeit hier, wirklich, die auch sehr stützend wirkt für die politischen Entscheidungen. Da liest man zum Beispiel, der Herr Selenskyj stellt 5 Forderungen für Frieden. Ich zitiere Mainstream, ja. Und dann denkt man, es geht in Richtung von Friedensverhandlungen. Und wenn man dann den Text liest, dann steht er in starker Umkehrung zu dem, was in der Schlagzeile ist. Für alle Schlagzeilenleser, die sind zu 180 Grad dann für meine Begriffe in die Irre geführt. Denn in dem Text lese ich dann lauter unannehmbare Forderungen. Ein Sondertribunal für Russland müsste eingerichtet werden. Sie müssten bestraft werden. Visa-Restriktionen für russische Leute, die dürften nicht mehr reisen. Man braucht einen Entschädigungsmechanismus für die Ukraine. Und Russland sollte mit diesem für diesen Krieg, Achtung Marc, für dich interessant, mit seinem Vermögen bezahlen. Ja, du liest es dann durch und es bleibt nichts übrig, außer, ja, mein Gedanke, Provokation, das ist kein Friedensangebot. Ja, oder wie siehst du das, Katharina? Ja, mach nur du noch. Nein, passt, weil du hast dich ja auch im Baltikum und so weiter, also du hast ja da dir einige Gedanken gemacht und von wegen eine Verschiebung bis hin zu Deutschland und Rammstein. Ich weiß nicht, ob du darüber dich jetzt auch äußern willst, aber. Das haben wir im Interkreis besprochen, das möchte ich jetzt noch nicht auswalzen, weil das tatsächlich dann eine Kette oder beziehungsweise das könnte man dann auslegen, auch als Panik machen. Ich glaube das nicht, sondern ich sehe da durchaus eine Auflösung und ich denke, wir müssen auch tatsächlich unterscheiden, jetzt mal ganz straight gedacht, ohne Verschwörungstheorien oder sonst was, sondern es dürfte auch noch intelligente Menschen außerhalb der Regierungen geben, die tatsächlich Ahnung haben, was Sache ist. Du hast das ja vorhin gesagt, ich glaube, dass die Regierenden oder wie man sie auch immer nennt, dass die wenig Ahnung haben, was tatsächlich außerhalb von ihrem Schreibtisch und ihrer Fantasiewelt passiert. Ja. Und irgendwann kommt jetzt eben die Realität, die auf sie trifft. Das ist genau das, dass die Straße, dass die Regierung keinen Rückhalt mehr hat. Die werden weiter regieren, bis sie hinausgetragen werden, auf ihren Stuhl hinausgetragen werden, wo auch immerhin.
Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist die, wenn ich jetzt von den Vereinigten Staaten ausgehe, was das auch heißen würde, die haben wirtschaftliche Probleme. Trump hat das Land, ging aus dem Amt. Es war wirtschaftlich in Ordnung. Jetzt ist es ein Wrack. Dasselbe ist mit der EU. Noch ein Gedanke, man sollte sich mal tatsächlich die Politdarsteller angucken, die wir im Moment haben. Wir haben einen Bundeskanzler, der eine Regierungserfahrung hat. Das heißt, der weiß, welcher Laden oder wie der Laden läuft. Zwei anderen Ministern denn, ja, oder was auch immer sie darstellen, haben keine Regierungsverantwortung in keinster Art und Weise gehabt. Das heißt, die sind an einen Posten gesetzt worden, sagen wir mal, eine Stelle, weil sie sind ja geschäftsführende Minister, also das heißt, verantwortlich für ein Amt. Und da sind sie hineingesetzt worden von heute auf morgen. Jeder, der schon mal ein Unternehmen geführt hat und mehr als 5 Mitarbeiter geleitet hat, weiß, dass du nicht von deinem kleinen Krämerladen plötzlich zum Manager von einem Superkonzern aufsteigen kannst, weil du es gar nicht weißt, wie es geht. Das sollte klar sein. Deswegen gibt es da immer noch Ebenen und Gründer. Das heißt, die da oben sprechen nur irgendwelche Dinge, die ihnen vorgelegt werden. Das sollte man auch im Kopf behalten. Und ich glaube einfach, und das hatten wir auch, Scholz hat mit Putin, also er war auch gegen den Wunsch der Amerikaner in Moskau. Dann ging die ganze Schoße los. Ich glaube, dass der Mann bremst. Und zwar bei allem, was Waffenlieferungen, Munition und so weiter angeht. Nur das Notwendigste ging raus. Und das ist die SPD. Sollte man nicht unterschätzen. Also ich glaube, dass es Kräfte gibt, die jetzt demnächst an die Oberfläche kommen. Aus meiner Sicht sind die Grüne oder die Grüne Partei, so wie sie heute hier ist, ein von den Vereinigten Staaten gesteuertes Vehikel, um diese Dinge zu tun. Scholz hat aber auch mit Putin, wir haben es gehabt, 2 Stunden telefoniert. Und man glaubt doch wohl nicht, dass die nur über irgend, dass der eine gesagt hat, ja, aber du bist böse und der andere, nee, wir haben recht, sondern die werden Dinge ausgesprochen haben. Und vielleicht waren da auch Dinge besprochen, wie soll man sagen, wo man gesagt hat, wenn das und das passiert, dann hast du das und das zu tun. Ich glaube eher an einem, nennen wir es mal so, eine SPD-Nähe Richtung Osten und eine Realpolitik im Hinterkopf, egal was er vorher gemacht hat. Aber das sehe ich da irgendwo. So ganz kleine Anzeichen. Ich mag mich auch vollkommen täuschen. Aber das ist so ein Thema Kuh, ne? Der hat gesagt, ihr werdet euch am Schluss wundern, wer auf welcher Seite stand. Bei den Grünen bin ich mir ganz sicher. Die sind da, um Dinge abzuwickeln, um dann an der höchsten Rah aufgehängt zu werden. Dafür sind die da. Ja, ich habe das immer gesagt, dass ich denke, dass wir alle noch erstaunt sein werden, dass wenn der Vorhang wirklich fällt, wer dann welche Hose anhat und so weiter. Ich denke, da ist was dran. Also, ohne jetzt von deinem Thema ablenken zu wollen, weil das gehört zusammen, möchte ich auf das eingehen, was der Kai von Hannover da, Das der würde von. ich gerne zurückstellen. Das gibt ein dickes, dickes Ding. Es gibt Naja. viel zu sagen nochmal dazu dann. Naja, so dick wollte ich das jetzt gar nicht, sondern was ich sagen will, ist, dass dahinter ein Reset stattfindet, aber wir denken immer nur an The Great Reset vom Schwab. Ja. Und er hat ja auch sich auf den bezogen, der 45 stattgefunden hat, wo alles ausgemerzt wurde und alles vorher ausradiert wurde. Ich denke, dass es tatsächlich jetzt auf so eine Art Reset zugeht, aber hinführt, auch im Hinblick auf die Midterm-Wahlen und was in Amerika abgeht. Aber ich denke nicht, dass es jetzt in die Richtung von dem Great Reset geht, den der Schwab im Kopf hatte, sondern tatsächlich eher in die Richtung, Marc, wie du es jetzt die ganze Zeit schon schilderst, nämlich dass hier die Decke, die drüber gebreitet wurde seit dem Zweiten Weltkrieg, dass die zerfällt, dass die USA-abhängige BRD zerfällt, dass die USA sich tatsächlich wieder zurückziehen, aus Europa raus, vor allem aus Deutschland raus. Und dass wir hier tatsächlich seltsame Bündnisse haben, die wir nur erahnen können. Ob das jetzt mit Schröder ist, der ja irgendwie auch wieder auftaucht. Also ich denke auch, es gibt mehr Leute wahrscheinlich im Untergrund. Da war ja auch der von der Linken. Entschuldigung, wer war das, der gesagt hat, ihr seid die Vasallen von der, das war der Lafontaine, ne? Der gesagt hat, ihr seid die Vasallen von den USA. Also es werden ja einige jetzt auch, die aufstehen und die Sache bei der Sache, also beim Namen nennen. So ähnlich, wie es ja Putin auch tut. Und dementsprechend bin ich, muss ich sagen, sehr, sehr guter Dinge, dass das zwar mit Sicherheit nicht angenehm wird, was passiert, aber es wird notwendig sein, dass diese Decke, die seit 45 hier drüber liegt, dass die jetzt endlich wegkommt. Und klar wird es rumpeln und man wird auf vieles verzichten erst einmal. Also das ist gar keine Frage. Aber das sagt ja auch William Toll. So, du wolltest jetzt fragen, was hattest du im Kopf, weil du sagtest, Ich müsste jetzt noch mal auf Marc eingehen, bevor wir dann da weitermachen mit dem.
Also, was ich nochmal herausstellen wollen würde, ist, ja, zusammengefasst, wir sehen überall die EU implodiert und die NATO bröckelt. NATO hat seine Schwierigkeiten unter anderem an der Ost-Südost-Flanke mit Griechenland, Türkei, da sind die Lunten gelegt. Die EU hat jetzt Schwierigkeiten neuerdings in Italien durch die Wahl, wo jetzt die sogenannten Rechten vorne sind. Eine Frau Leyen schon gesagt hat, und naja, wenn da, ich sage jetzt mal meine Worte, wenn da die Falschen gewinnen, dann haben wir auch Mittel, wird sie jetzt für angegriffen. Also es knackt überall im Gebälk. Aber die, die da gewinnt, wahrscheinlich, die ist für die Ukraine, gell? Nur, dass wir das klarstellen. Also das ist zwar eine vom Bündnis rechts, Ja. aber sie ist eindeutig Ja. pro-Ukraine, nur damit Ja, das auch. allerdings ist ein rechter Kurs jetzt auch nicht so gewollt in der, in, ja. Gut. Ein Ungarn, was sich immer mehr abspaltet, wo man jetzt sogar schon offen mitredet, die werden wohl die EU verlassen. Es knackt überall. Und dann hast du, Marc, vollkommen richtig, so sagen wir mal politische Darsteller wie eine Frau Baerbock, die kommt mir immer persönlich vor wie die Alice im Wunderland, findet die Welt toll, findet sich toll und macht einfach mal weiter, kommt nur nichts richtig bei raus. Also nichts, was Bestand hätte oder gut wäre, meine Meinung. Aber Und da müssen wir dann fast auch auf die Rant, auf das wir Rantpapier eingehen, weil da steht das ja explizit, dass das ja gewollt war. Das, die können war wir ja. dann machen, ich würde nur gerne noch fertig werden. Wir erleben politische Entscheidungen oben, politische Steuerung, und du hast vollkommen recht, Marc. Und die Sachebene, die durch Fachkräfte in den Ministerien oder in den untergeordneten Behörden erarbeitet wird, die auch ganz, ganz oft eine ganz abweichende Meinung haben, die wird nicht gehört, weil oben, das ist entkoppelt, das ist politisch gesteuert und geht auch innerhalb der Regierung dann 180 Grad auseinander. Und diese Misstöne, die kriegen wir überall eben mit. Ja. Weil wir das vorhin ganz kurz angedeutet hatten, wegen dem Thema mit dem Vermögen und Haften und sonst was. Es war ja geplant vom Westen, die Schäden, die Russland in der Ukraine angerichtet hat, möge man durch Enteignung und andere Dinge russischen Vermögens oder russischer Firmen und sonst was bezahlen. Also ich glaube, dass das definitiv nicht der Fall sein wird. Was ich beobachtet habe aus meiner Sicht, ohne jetzt da genau im Detail wirklich alles zu kennen, ich habe nur so das Gefühl, dass hier eine Kontentrennung stattgefunden hat, von westlicher Seite und östlicher Seite. Man hat es vorbereitet. Zuerst haben wir die Banken angefangen und haben gesagt, wir trennen unser Ding. Dann haben wir den Umstand gehabt, tatsächlich da, wo die Russen rein sind, haben sie angefangen, ihr System zu implementieren. Das heißt, man hat ukrainische Banken, die natürlich letztendlich westliche gedeckt sein müssen, hat man hinausgeworfen. Das heißt, die haben Kredite verloren. Die Ukraine ist wirtschaftlich tot. Das heißt, ohne den Westen kann die gar nichts machen. Auf der anderen Seite, wenn die Ukraine theoretisch jetzt mal wirtschaftlich gesprochen, als wenn man sie wie ein Unternehmen betrachten würde, einen Staatsbankrott erleidet und man wickelt sie ab, ja, dann ist die Frage, wer denn hinten runterfällt. Das heißt, es werden Rentenversicherungen sein, es werden Staats- oder die Staatsbank sein oder wie auch immer. Das Gold von denen ist ja schon weg. Und alles andere, was die haben, es ist nichts mehr da. Also das heißt, man könnte es auch als Pfändung betrachten. Die Frage ist nur, wer pfändet? Und ich habe so das Gefühl, früher hieß es immer mal, die Vereinigten Staaten sind das Inkassobüro der Welt. Vielleicht haben sie diese Funktion auch schon lange verloren, weil es andere Gläubiger gibt. Da wollen wir jetzt nicht zu tief reingehen. Nur mal so ein Gedankengang für alle, die sich mit dem Thema Wirtschaft, Kommerz und andere Dinge beschäftigen, auf einer anderen Ebene. Das ist zumindest auch so eine Sichtweise. Und ich sehe das eben dasselbe in Europa. Und ich sehe vor allem immer wieder diese 70 Jahre. Also der Tod der Queen, 49 Entstehen der Bundesrepublik. Wann fingen die ganzen Corona-Themen an? Genau 70 Jahre danach. Es wurde eine Sonderverordnung gemacht. Das könnten Hinweise sein, dass hier irgendwelche kommerziellen Prozesse im Hintergrund laufen. Und beim Thomas Bachheimer war das Thema, dass tatsächlich alle 7 Jahre in verschiedenen religiösen Kreisen ein sogenannten Schuldenerlassjahr ist, also ein Jubeljahr. Und tatsächlich haben wir so ein Jahr wieder, dieses 22. Und dieses Jahr würde nach deren Kalender jetzt um den 24. herum ablaufen. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir jetzt tatsächlich ein sehr großes Thema des Schuldenerlasses haben. Das heißt, der Gläubiger erlässt den Schuldnern die Schulden und fängt dann neu an, logischerweise. Und das würde mit vielen Dingen zusammenpassen. Ich denke, da müssen wir mal eine ausgereiftere Sendung noch machen. Das sind jetzt nur ein paar Gedanken von mir. Sehr gut. Deswegen soll das auch heißen für alle, bitte keine Panik schieben.
sondern, jetzt ist die Kamera wieder irgendwo hier, also keine Panik schieben, nicht irgendwo, ja, und jetzt kommt der EMP und morgen ist das und jenes. Nein, wird es nicht sein. Sondern ich bin der festen Überzeugung, es mag jetzt etwas unangenehm werden die nächsten Tage und Wochen, aber das haben wir immer gesagt, vorbereiten drauf. Wer es jetzt noch nicht hat, braucht jetzt alle mal anfangen, weil jetzt rennen dann alle. Und jetzt heißt es tatsächlich, jetzt ist, glaube ich, eher das Thema, sich nach Hause zurückzuziehen, seine innere Kraft stärken und die Dinge geschehen lassen. Weil was jetzt noch nicht in trockenen Tüchern ist, das wird die nächsten 4 Wochen. Ich glaube, das gewinnt eine ganz komische Dynamik. Also von dem her, bevor alle anderen zum Rennen anfangen, jetzt wirklich die letzten Tage das Letzte noch machen, aber nicht in Panik verfallen. Das ist ganz wichtig. Also in puncto Abwicklung der Finanzen wäre ja da auch noch wichtig zu erwähnen, dass ja der Malteserorden, dass die, also der Vatikan bis zum Ende, das ist bis 30. September, ist die Anweisung, dass die Gelder alle aus den normalen Banken in die Vatikanbanken überführt werden müssen. Das muss bis Stichtag 30. September, so wie ich gehört habe, muss das absolviert sein. Das passt ja da hinein in dieses Thema der Abwicklung. Und ich habe vorher nur, weil du dich jetzt, ich meine, du hast dich nicht gewundert, Frank, aber wegen der Baerbock oder so, aber das stand ja explizit in diesem Paper von der RAND Corporation drinnen, dass sie die Figuren da ganz bewusst reingestellt haben. Denn sie haben den Habeck und die Baerbock wirklich per Namen erwähnt. Aber das geht nicht auf. Der Plan, den sie da präsentieren, der geht nicht auf. Davon, ja, glaube ich, können wir alle sagen, sind wir überzeugt, ne? Also, dass hier etwas anderes stattfindet, ne? Ja, ich denke auch oft, es geht in Richtung ich will jetzt nicht Weltordnung sagen, aber ich denke oft zum Beispiel, ob Österreich nicht vielleicht wieder mit den Visegrad-Staaten zusammenkommt und so. Also ich denke, hier werden völlig neue, das passiert ja schon, das passiert schon auf der ganzen Welt, dass völlig neue Allianzen, wenn Indien und Pakistan auf einmal keine Gegner mehr sind, sondern gemeinsam einen Handel oder in einer Handelsgemeinschaft sich vereinen können. Das ist ja alles ein halbes Wunder. Und ich denke, hier wird ja, das ist das, was ich meinte vorher mit dem Reset, eine Umstrukturierung, die so fundamental ist. Und ich denke, wir werden alle noch mit den Ohren schnackeln, was am Ende dabei rauskommt, wie dann die Welt aussieht. Davon bin ich überzeugt. Das ist ein ganz wichtiges Stichwort. Ich möchte es gerade mal verbinden. Was wir monatelang jetzt für begleitet haben, Katharine, ist, dass man ja Sendung für Sendung eine neue Rochade sieht. Jetzt ist der Iran Beitrittsland. Damals wurde dann Kasachstan erstmal ausgeschaltet. Dann hieß es, guck mal, da wird jetzt die neue Seidenstraße aufgebaut und. Und genau das ist jetzt, das möchte ich verbinden mit diesem 24.09. Da passiert jetzt was. Nein, es läuft so wie ein Tag langsam im Zwielicht bis ins strahlende Hell kommt. So läuft auch dieser Umbau der Welt, Stück für Stück, millimeterweise. Es wird langsam heruntergefahren, nach und nach, die Wirtschaft, danach die Politik. Es kommen die entsprechenden, ja, Muppet-Figuren dazu. Ja? Also das Papier der RAND Corporation ist ja wirklich eindeutig, also wirklich schon beschämend, die dann sagen, ja, die sind bestens geeignet aufgrund ihrer Ideologie, so ungefähr ist es ja ausgedrückt, und mangelnden Bildung oder mangelnden Fähigkeit, dieses Amt zu führen. Also ist jetzt nicht der genaue Wortlaut, aber in etwa so ist es ja ausgedrückt. Und ich möchte jetzt in diesem Zusammenhang, auch vor dem 24.09., wo jetzt sie alle erwarten so ein ruckartiges Erlebnis jetzt morgen, aber ich denke, das kommt nicht. Das kommt im Oktober dann. Da werden wir dann so solche Dinge sehen. Eine erste Welle, eine erste Wehe. Und jetzt lasst uns mal das Ganze verbinden mit einer Schlammflut zum Beispiel. Der Kai aus Hannover hat ein interessantes Video gemacht, wenngleich ich denke, dass es inhaltlich großteils falsch sein wird. Ja. Es wird jetzt nicht, du hast das magische Wort EMP reingebracht. Das hat mich, soweit ich das Video gesehen habe, das hat der Kai genau nicht verwandt. Ich habe andauernd gewartet. Jetzt muss eigentlich dann der EMP kommen, also der elektromagnetische Angriff, ne? Der Impulsangriff, ja? Der dann alle Elektrogeräte lahmlegt, nichts geht mehr, deine ge gesamten Daten sind verloren. Und es ist so etwas wie ein Reset, wie man ihn als Epochenwende immer schon hatte. Das große Vergessen, würde ich es mal nennen. Du sagst selbst, Katharina, auch, wie 45, wie vielleicht nach 1918, 1914, also vergesst das Kaiserreich, vergesst
den Krieg, den Zweiten Weltkrieg und jetzt wäre das nächste vergessen. Vergesst die Nachkriegszeit. Also darin spüre ich Wahrheit. In diesem Ruckartigen jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Da würde ich unheimlich gern nochmal drüber reden. Darf ich? Ja, Okay. unbedingt. Also zu dem Thema EMP. Danke, ich hatte auf dich gehofft dabei. Also klar gibt es solche Waffen, das ist richtig. Das sehe ich aber auch als unrealistisch. Wenn, dann würde es ein Szenario geben wie in der Ukraine, dass man partiell, jetzt aus militärischer Sicht gesprochen, Energieverteilungszentren ausschaltet, nicht Kraftwerke, sondern Umspannwerke oder sonst was, um beispielsweise einen Schienenverkehr oder irgendwelche anderen Dinge zu verhindern. Punkt eins. Punkt zwei ist, ja, es ist noch nicht alles digitalisiert. Also wir haben immer noch Grundbuchblätter, die sind in Papierform vorhanden. Wir haben immer noch alte Grundbücher und viele andere Dinge. Das heißt, das funktioniert auch nicht. Das heißt, diese Daten sind nicht alle weg. Die virtuelle Welt mag partiell weg sein, aber das Internet vergisst nichts. Das heißt, du müsstest das weltweit machen, was nicht passieren wird. Ja, also das ist unrealistisch. Und selbst dann hättest du noch Papieraufzeichnungen. Warum damals? Ich meine, der Thomas Röber hat es mal so schön gesagt, warum in Russland jeder eine Eigentumswohnung hat, ist, weil es keine Aufzeichnungen mehr aus dem Zarenreich gab von alten Grundbüchern, die 70, 75 Jahre alt waren. Die sind verbrannt worden. Das ist was anderes. Ja? Aber die Häuser und andere Dinge waren noch da, beziehungsweise die, die neu entstanden sind. Da gab es keinen Privatbesitz. Und dann sind die hingegangen auf die Behörde und haben gesagt, hier zahle ich, was weiß ich, ein paar Rubel, 200 Rubel, dann habe ich einen Eintrag und dann warst du Eigentümer der Wohnung. Das ist tatsächlich Fakt. Ja, von dem her, wenn man sich aber an unsere Geschichte erinnert, das ist alles noch vorhanden. Schaut euch die DDR an. Die sind zwar enteignet worden. Enteignen heißt, du bekommst was dafür, auch wenn es nicht viel ist. Und die sind aber zurückübertragen worden, wenn die Leute noch gelebt haben. Also von dem her, das ist immer das, wenn Leute keine Ahnung von diesen wirtschaftlichen Dingen haben. Das ist nicht alles weg. In einer rein digitalisierten Welt wäre das theoretisch möglich, aber deswegen hast du ja Serverfabriken, die genau für solche Sachen gebaut sind, dass sowas nicht passiert. Also das ist das eine. Deswegen halte ich so ein Szenario für absolut unwahrscheinlich, aus meiner Sicht. Glaube ich nicht. Es mag Probleme geben, ja, aber erst einmal, es gibt noch Papier und wir sind in einem Beamtenstaat, muss man auch dazu sagen, und das ist alles dreifach und vierfach in irgendeiner Art und Weise auf irgendeinem Papier gesichert und gelagert. Das dazu. Also ich würde gerne energetisch antworten und tatsächlich wäre das dann schon mein Schlusswort, weil wir haben jetzt schon 10 vor. Und ja, also und zwar, als ich möchte es nochmal verdeutlichen, was ich vorher gesagt habe. Für mich ist es 45 war die Decke, die drüber gelegt wurde. Das ist das Vergessen. Das ist der große Reset. Das ist, wo man uns versucht hat, dass wir uns nicht mehr erinnern, wer wir sind, vor allem die Deutschen nicht mehr erinnern, wer sie sind. So, und seither war die Decke drauf. Und das heißt also, jetzt ist das für mich auf keinen Fall eine ähnliche Geschichte im Sinne von, sie werden dafür sorgen, dass wir vergessen, denn wir hatten ja vergessen. Also ist es für mich energetisch das völlige Gegenteil. Es mag ruckartig passieren, aber wenn, dann passiert es, weil die Decke weggezogen wird und es ein ruckartiges Erwachen sein wird. Das kann für manche ein Schock sein, ein totaler Schock, aber es ist das Ende des Vergessens und nicht ein neues Vergessen, ein neuen Reset im Sinne von vergesst, wer ihr seid. Es ist also so gesehen das Ende, das Ende des Vergessens, das drückt es für mich energetisch aus. Es ist ein Aufrütteln, ein Wachrütteln, es ist endlich wieder erkennen, was hier Sache ist und darauf bewegen wir uns schon die ganze Zeit hin, dass es nämlich aufgedeckt wird und das macht ja Putin, das hat er mit jeder seiner Rede, hat er das gemacht. Er hat es, also Xi Jinping auch, aber Putin vor allem und Shoigu natürlich, dass sie es benannt haben, was hier abgeht, was hier tatsächlich passiert. Sie haben scheibchenweise in jeder Rede etwas mehr davon geballert, dass die Leute das irgendwie realisiert haben. Und wer es nicht realisiert hat, das ist dann auch nicht unser Problem, denn die werden dann tatsächlich ruckartig aufgeweckt werden und das wird tatsächlich, denke ich, ziemlich traumatisch sein, weil Aufwachen kann traumatisch sein, ja. Das wäre jetzt mein Schlusswort. Haha. Ja, mal gucken, vielleicht kann ich dich nochmal aus der Reserve locken. Ja, also ein Verdienst dieses Kai-Videos ist das Epochale aufzuzeigen und dieses generationenübergreifende Arbeiten, was dann, wenn eine Kontradiaw-Welle vielleicht vorbei ist, wieder ins große Vergessen mündet. Nach 45 sehe ich dieses Vergessen herstellen eher in den Bücher einziehen, Bücher verboten, den Verlagsverboten und dann vor allen Dingen
im Wegsterben derer, die es erlebt haben. Also versetz meine Worte jetzt auch immer in unsere Gegenwart rein. Wir dürften dann noch zu Ende leben. Wir sterben eh nach und nach weg. Damit die, die es wussten und die Quellen, die das irgendwie belegen, die werden nach und nach eingezogen, ja. Und dann hast du deine nächste Generation und die kannst du quasi resettet neu aufsetzen. Das ist auch so ein Rausdimmen und neu reindimmen. Und das, finde ich, hat er unheimlich gut beschrieben. Dann halt unsere Umerziehung, ja. Und dann irgendwann mündet es in den 80ern, 70ern ins Vergessen der Deutschen, ja. Und des Deutschen. Und ich finde, um jetzt einen größeren Rahmen nochmal zu geben als Impuls, ich finde unheimlich klasse, dass wir nach dem Computerzeitalter jetzt erklärt bekommen, warum die Ägypter und Babylonier so umständlich auf Stein geschrieben haben. Ja, der Kram blieb erhalten. Ja, so kannst du wirklich noch Basiswissen retten über Generationen. Das wäre jetzt dieses Thema Great Reset à la Schwab, ne? Wir bauen euch einen Chip ein, damit ihr vergesst. Aber wenn ich jetzt nochmal auf das Thema 45 danach gehe, für Europa gilt es jetzt komplett, dann hast du sicherlich nicht damit gerechnet, dass die Leute so alt werden oder teilweise so alt werden. Ja? Das ist das eine. Sondern wenn ich von 45 ausgerechnet habe, sagt, naja, was werden die 60, 70? Das heißt, die, die jetzt 20 waren, die sind in den 80ern, spätestens 90ern weg. Pustekuchen. Es gibt auch heute noch Leute, die sind jetzt 100, 101, sind noch klar im Kopf. Gibt welche. Vor allem in Ja? Russland. Oder auch hier in Deutschland. Ne? Also, oder wo die Großeltern extrem alt geworden sind, die sind noch da. Das heißt, die können davon berichten. Die haben das aber auch in ihrer Familie weitergegeben. Und da können sich auch noch Leute dran erinnern. Also, das heißt, das ist aus meiner Sicht gescheitert. Wir jetzt, also aus dem Großteil, ne? Es sind ja gewisse Dinge in den Familien, weiß man schon noch Dinge, die nicht unbedingt dem entsprechen, was veröffentlicht ist. Jetzt denkt mal noch energetisch. Wir haben es gestern gehabt, wir haben es mit dem Zirkus Josef getroffen, dann haben wir uns über das Thema, ich mache jetzt auch einen Teaser auf unseren zukünftigen Workshop, den wir halten werden, Schön. Reinkarnation. Es ist Wissen gespeichert, was wesentlich leichter abrufbar ist. Das war zu der damaligen Zeit, 45, 50. War hier eine Betonglocke über uns. Da hast du auf solche Dinge gar nicht zugreifen können. Heute überreden wir über ganz selbstverständlich über Felder, auf die wir zugreifen können. Das war damals nicht da und nicht denkbar. Vielleicht konnten es nur wenige. Ja? Ich nenne jetzt mal so einen Namen, vielleicht Aleister Crowley, der wusste, wie man das anzapft, dieses universelle Wissen. Heute haben wir aber ganz andere Möglichkeiten. Und wenn ich jetzt überlege, wenn das wahr ist und woanders auch der Fall war, dass jetzt tatsächlich plötzlich ein Aufploppen kommt, dass hier eine Bewegung reinkommt in das Feld, weil ein Angstthema hochkommt oder eine Erfahrung aus dem Bereich, ach, die blöde Kamera, aus dem Bereich der Großeltern, sprich Krieg mit Russland, weil das steht ja letztendlich im Raum irgendwo da, auch wenn es jetzt keiner erzählt, dann läuft das aus meiner Sicht komplett schief für die da oben, weil das kannst du keinem verkaufen. Du kannst niemanden mehr verkaufen. Auf der einen Seite, alles, was damals die Großväter getan haben, war böse, schlimm, ja. Und jetzt machen wir dasselbe wieder. Das kannst du nicht verkaufen. Und das haben sie nicht bedacht. Aus meiner Sicht ist das alles in diese Richtung. Und da gibt es für mich wieder einen Schuh, dass der Professor gekommen ist und uns von Bletchley Park berichtet hat. Da Ja, wird. also auch das Thema reinwiesen. Das passt dann in die Richtung, passt es zusammen. Für mich zumindest. Ich würde da gerne, unheimlich gerne konstruktiv dagegen reden. Gut. Die Alten sind, die dieses Wissen trugen, ja, die sind in den letzten 2 Jahren sehr viel in alten Heimen gewesen. Und da sind Dinge passiert mit den Alten, auch wie die Maßnahmen über die letzten 2 Jahre waren. Und energetisch in der Gesellschaft würden sie oft hingezogen jetzt als eine Art unnötige Esser. Sie haben nicht mehr das Gewicht wie vor 50, 60 Jahren, ja, dass man auf sie so gehört hat, oder wie bei Indianern, der Ältestenrat, der Waisenrat, sondern sie würden doch versucht, so an den gesellschaftlichen Rand ge getrieben zu werden, weißt du? Und man erachtet dabei unter Umständen den Plan. Ich bin vollkommen bei dir. Die Ostfront wurde aufgemacht, als genügend Alte weggestorben waren, um diesen Wahnsinn, der jetzt hier läuft, anprangern zu können, weil sie ihn erlebt haben. In den 70ern wäre es undenkbar gewesen, sowas aufzumachen.
Aber das haben wir in so vielen Sendungen, Bletchley Park und ich weiß nicht, wir haben das so oft erörtert. Also mir geht das jetzt zu sehr in die Breite, weil ich habe jetzt auch eine Verabredung mit meinem Sohn, der auch hier ist, also um 10 vor schon. Das heißt, ich bin jetzt tatsächlich schon ein bisschen am Sprung, aber das geht mir zu sehr jetzt in die Breite, weil wir haben das so oft aufgearbeitet. Wir wissen, was für ein Horror hier passiert ist und was, wie mit den Alten umgegangen wurde, wie mit den Deutschen umgegangen wurde, wie, also das wissen wir alles. Ich denke, das haben wir genügend ausgearbeitet. Aber ich habe mich vorhin bezogen auf diejenigen, die sich erinnern. Für mich ist ganz wichtig, das ist ja auch das, was William Toll macht. Er tourt herum und er erinnert die Menschen an das, was sie im Stillen wissen, was sie unten drunter wissen, was sie auch von ihren Ahnen bekommen haben, was sie als passives Wissen drinnen haben. Und das muss und das müssen nicht alle sein, das müssen auch nicht so viele sein, aber es werden immer mehr. Mit jedem Tag werden es mehr. Und das geht nicht mehr ins Vergessen. Und deswegen ist es für mich klar, dass es energetisch kippt. Und das ist ja das, was du auch gesagt hast, was du feststellst. Da kommen andere erst in diese Wut hinein. Ich denke, wir, die wir schon so lange dabei sind, wir waren am Anfang auch in der Wut. Und dann kommt eine andere Phase. Und jetzt, also ich bin in keiner Wut mehr. Also da bin ich lange drüber hinweg. Und das passt, finde ich, dass die, die jetzt gerade erst aufwachen, dass die jetzt erstmal in ihre Wut reinkommen. Und das ist auch okay, das ist auch gut, das hat auch seine Richtigkeit. Und dann werden sie in andere Stadien kommen. Also das heißt, ich bin da überhaupt nicht in irgendeiner Weise pessimistisch. Auch wenn es nicht heißt, dass es bequem wird, aber das ist auch nicht der Sinn des Lebens. Also ich glaube, wer glaubt, dass das Leben einfach nur heißt, dass es immer bequem ist, der hat meiner Meinung nach das Leben nicht verstanden, weil das ist für mich nicht der Sinn des Lebens, dass es immer nur bequem wird. Und jetzt kommen halt ein bisschen mal die dürreren Jahre, wahrscheinlich nicht, oder Monate, keine Ahnung, aber auf jeden Fall die Ja, das Zeit. ist ganz gut. Ja, also wo es einfach, aber das wird uns nicht schaden, das glaube ich nicht. Ich denke, es wird notwendig sein. Alle reden von Diät, dann specken wir Oh noch einmal Gott, den ab. oh Aber ja, also abspecken heißt ja auch, du lässt überflüssigen Ballast los. Exakt. Das muss nicht das Schlechteste sein. Ich glaube einfach, dass das, wenn das sich so entwickelt, dass das nicht so schlimm werden wird. Und wir haben es ja selber in der Hand, viele Dinge. Deswegen nicht verzweifeln, worum. Was aus meiner Sicht jetzt das Falscheste wäre, sich in so eine aufgeheizte Situation, in irgendwelche Demonstrationen oder sonst was, die sich sicherlich bilden werden, dort mit reinzubegeben. Weil das haben wir auch schon auseinandergenommen. Ich würde mich jetzt von solchen Dingen fernhalten. Das ist meine Herangehensweise. Ich kann es nur jedem empfehlen, weil das kann jetzt ruppig werden und das ist sicherlich alles kein Spaß mehr. Weil ein sterbendes System, was jetzt um sich schlagen wird, wird sicherlich auch hier zu Mitteln greifen, die, nennen wir es mal, der Willkür zuzuordnen sind. Sein Die könnten, sein könnten. könnten, das ist nur eine Vermutung, aber da würde ich einfach Ja. vorsichtig sein. Ja, also nicht irgendwo sich vorne hinschreien und mit dem Schild unterwegs sein, halte ich im Moment nicht für gut, sondern sprecht mit euren Freunden, sprecht mit euren Nachbarn, die brauchen, jetzt kam die Zeit, es hieß mal, es kommt die Zeit, da werden die auf euch zukommen und mit euch reden. Vielleicht kommt jetzt diese Zeit. Das wird die wichtigere Aufgabe sein. Und das ist mein Schlusswort, wir hoffen. Okay, also Super! ich bin bei euch. Die beste Idee ist sicherlich nicht, sich jetzt mit aufgebrachten Gas-Mainstreamern, die ansonsten keine politische, philosophische oder gesellschaftliche Vision haben, auf die Gasse zu stellen, die dann am Ende noch überheizen. Ja. Sehe ich genauso. Es fällt schwer, aber tatsächlich in eine Annahme gehen, in ein Annehmen jetzt gehen, tatsächlich jetzt, wo es am härtesten kommt, sehe ich als das Beste Rückzug. Wie du sagst, unnötige Ballast geht weg. Diese Zeit haben wir vor uns. Annehmen, da kommt eine Riesenrolle auf uns alle zu und wir können sie nicht ändern, tatsächlich jetzt nicht. Das Mit ist der auch Welle surfen. genau, ja. Surf mit der Welle oder mach dich klein. Ja, oder wenn man es mit dem Nicht Tsunami vergleicht, dann würde ich nicht hingehen und jetzt unbedingt schauen, was geht da ab, sondern dann würde ich eher auf dem Hügel mich zurückziehen und jetzt mal sagen, okay, ich bringe mich in Sicherheit. Das Bild kommt mir jetzt ja. eher. Ne? Ich habe am Meer in den letzten Jahren, wenn ich im Oktober unten war, immer die Erfahrung gemacht, da kommen, wenn du guten Wind hast, riesige Wellen. Ich gehe dann immer gerne schwimmen. Und wenn die Wand vor dir steht und denkst, das wird gigantisch übel, dann brauchst du nur einmal kurz drunter wegzutauchen und hinter dir rumst es, ja. Also so in dieser Art, ja. Und die gute Nachricht ist, Nord Stream 2 ist schon gebaut. Muss nur noch der Hahn aufgedreht werden. Da, ja? Ja. Alles ist gut. Alles wird gut, da bin ich sicher.
Gut. In diesem Sinne, wir werden ja bald wieder, ob zu zweit oder Nächste zu Woche dritt, ja. machen wir wieder, werden wir das beobachten, dann können wir die Nachschau auf den 24. halten. Und ich bedanke mich, jetzt in der Spitze waren es über 1300 Leute Echt? bei Ja, mir, ja, die uns wunderschön. zugucken können. Vielen Dank für eure Zeit. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Schönes Wochenende gehabt, euch wohl. Tschüss. So, dann beende ich hier auch mal die Aufzeichnung.